George Orwell hat einmal geschrieben: Wer verstehen will, wie sehr Maschinen unseren Alltag bestimmen, der möge sich jetzt sofort einmal umschauen. Er schrieb dies 1937. Heute ist 1984. Ich bin online, sonst nichts. Da fragen sich die Kids natürlich, warum sagt der Opfer, dass 1984 ist? Den stimmt gar nicht. Ich hasse dem. Dabei frage ich mich, ob das Ende des Textes nicht vielleicht die einzige Stelle ist, die an Aktualität noch zugenommen hat. Denn in Orwells Buch 1984 herrscht eine undurchschaubare Regierung. Durch künstlich hochgehaltene Angst vor einer Terrororganisation rechtfertigt diese Regierung umfassende Überwachungsmaßnahmen. Sie predigt: Unwissenheit ist Stärke. Widerstand ist ein Gedankenverbrechen. Alle Bürger werden permanent überwacht durch ein Gerät, das einen Bildschirm hat und eine Kamera. Dieses Gerät ist immer an und überall dabei und alle liefern dadurch ihr Privatleben. Kommt euch das bekannt vor? Klick. Manchmal ist mir, als ob jemand Orwells Buch als Anleitung interpretiert hat. Als ob jemand soziale Netze ausgeworfen hat und wir sind die Fische. Nicht? Als ob jeder, der Widerstand leistet, zur Strafe in den Transitbereich des Moskauer Flughafens eingesperrt wird. Und zwar ohne Münzen für den Schokoriegelautomat. Als ob jemand versucht, uns durch Mitten im Leben und Dschungelcamp auf Klötzchen-Level zurückzuverdummen. Ja, ich kenne alle Pokémon auswendig, treffe aber beim Karten die Schüssel nicht.